Olli, wie kommt es dazu, dass ihr als Sportverein etwas für den Klima- und Artenschutz praktiziert? Ja, du, weil das etwas ist, was sehr wichtig ist für die Allgemeinheit und weil ich glaube, dass das Thema Sport natürlich ein sehr wichtiges ist beim Sportverein, aber dass du darüber hinaus auch soziale Aspekte bedenken musst und das Thema Klimaschutz betrifft uns alle. Das sage ich jetzt nicht nur, weil wir das hier gemeinsam machen, sondern das ist tatsächlich so und das macht auch Spaß, wenn du in der Gemeinschaft etwas dafür tust, wenn du gemeinschaftlich hier, wie wir das jetzt hier machen, Bäume pflanzt oder wir auch später Blühwiesen anlegen und du gibst den Kindern einfach auch Dinge mit, die du beim Sport nicht so lernst, aber die für die allgemeine weitere Lebenslaufbahn wichtig ist. So, das habe ich jetzt nicht abgelesen, aber das ist ja tatsächlich so. Und ich würde mich freuen, wenn viele da noch mitmachen und zukünftig auch solche Aktionen mitplanen. Was ist denn eure Motivation, heute hier mitzuwirken? Also wir haben diese Neumitgliederaktion gemacht, um hier Bäume zu pflanzen, um die CO2-Reduktion zu beschleunigen. Denn letztendlich kann man zwar über alles immer meckern, aber wir sind ein bisschen ins Machen gekommen. Und deswegen wollen wir hier ein Zeichen setzen, dass jeder immer einen kleinen Baustein dazu beitragen kann, dass wir alle gesamt ein bisschen mit anpacken und dann wird es in Summe doch um einiges besser. Super, total gut. Und wie sieht es bei dir aus? Warum bist du heute hier? Kein CO2. Super, du willst dafür sorgen, dass das CO2 eingelagert wird. Große Klasse, vielen Dank. Was ist denn deine Motivation, heute hier mitzuwirken? Also wenn Bürgerinnen und Bürger sich für den Klimaschutz so aktiv zeigen, dann ist die Gemeinde dabei und da gehört der Bürgermeister dazu. Wir haben diese Veranstaltung heute auch unterstützt, laden ein bisschen zum Essen ein und zum Verweilen. Und ich finde es toll, dass hier der Sportverein so viel neue Mitglieder bekommen hat und gleichzeitig ja, wunderbare Pflanzen in den Boden gesetzt hat, die vielleicht mit dem Verein wachsen, mit den Menschen, mit den Kindern, die hier heute aktiv waren. Super, vielen Dank.